hier hat die Schrebergartenkolonie die Absicht, einen Parkplatz zu bauen. Und da brauchen sie halt Fläche. Sie wollen das gerne auf ihrem Grundstück machen und haben beschlossen, dafür diese ganze Reihe parallel zur Straße zu asphaltieren. Und deswegen müssen wir unseren Garten leider aufgeben. Also das Ganze ist halt im Kontext zu sehen, dass nicht nur hier die Absicht besteht, Flächen zu versiegeln, sondern dass es halt einen bundesweiten Trend gibt. In ganz Deutschland werden pro Tag 77 Hektar verbraucht, versiegelt und damit unbrauchbar gemacht für Landwirtschaft oder für Gärtnern. Und das hört sich viel an, aber es war schon viel, viel mehr in der Vergangenheit, fast doppelt so viel. Also es ist die Absicht, weniger Fläche zu verbrauchen, weil Boden gibt es nur einmal. Den kann man auch nicht gut transportieren. Wenn der einmal versiegelt ist, dann ist er im Prinzip, also in der Regel irreversibel zerstört. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Leute, die gern Landwirtschaft betreiben wollen, die vielleicht jetzt hier in der Stadt gärtnern wollen. Und da ist es halt ein Frevel, fruchtbaren Boden zu zerstören, wo es Leute gibt, die diesen gern bewirtschaften möchten. Hier in Rostock findet ein intensiver Bau statt, vor allen Dingen im Innenstadtbereich, und das ist durchaus vertretbar, wenn es so um Baulücken geht, wo sowieso der Boden schon zerstört wurde, also wo schon früher Gebäude standen und heute diese Baulücke genutzt wird. Das ist also ökologisch durchaus sinnvoll, eine Stadt so zu verdichten und nicht in den Außenbereich zu gehen, aber fruchtbaren Boden, auch gerade in der Stadt, sollte man erhalten. Der ist ganz wichtig für Subsistenzwirtschaft, um sich selbst ein bisschen Gemüse anzubauen, aber auch als Treffpunkt, als sozialen Ort, dort, wo Austausch stattfindet, wo Natur ist, wo Kinder im Garten spielen können. Und deswegen ist es sehr, sehr schade, dass dieser Garten oder diese Parzelle hier als Parkplatz genutzt werden soll. Vor allen Dingen, weil es hier direkt nebenan schon einen Parkplatz gibt, der aber nach Auskunft der Kolonie nicht ausreicht. Wir haben deswegen beschlossen, dieses Grundstück, dieses Grabestück nicht einfach zu räumen, sondern alle Pflanzen, soweit es geht, mitzunehmen und auch ein Stück weit den Boden einzupacken und damit umzuziehen in den interkulturellen Garten. Den gibt es seit 2 Jahren und jetzt gibt es mittlerweile ein Übergangsgelände, wo wir auch eine Parzelle bekommen und eben mit vielen anderen Leuten gemeinsam gärtnern können. Hallo, wir sind hier in unserem neuen interkulturellen Garten in der Erich-Schlesinger-Straße. Das ist auf dem Gelände von einem Bildungsträger, der heißt HWBR, Hanseatische Weiterbildungsgesellschaft. Und netterweise haben die uns letzten Sommer ein Stück Gelände zur Verfügung gestellt. Das sind ungefähr 1500 Quadratmeter, was wir jetzt eben für den interkulturellen Garten nutzen können. Und rundum macht der Bildungsträger eben seine Pflanzungen. Und dann gibt es hier noch die Waldorfschule. Und die St. Georg-Schule fängt jetzt hier auch an. Und somit sind wir eben Teil von diesem ganzen Gelände. Das Besondere an unserem Garten oder ja, an einem interkulturellen Garten ist eigentlich, dass es ein Gemeinschaftsgarten ist. Das heißt, wir haben jetzt hier die Fläche und wollen aber sozusagen gemeinschaftlich hier gärtnern, unsere Sachen austauschen, haben auch schon ein Stückchen Gemeinschaftsfläche für einen Kartoffelacker und für Mais und Kürbisse schon extra reserviert, aber es ist auch möglich, eben einzelne Beete zu bewirtschaften. So gibt es eben entweder Familien oder auch Gruppen oder Einzelne, die dann sich ein Stück Beet nehmen, 20, 30, 40 Quadratmeter groß,
und dann jetzt mal anfangen, das erstmal überhaupt urbar zu machen und das wird dann eben bewirtschaftet. Also wir wollen mit dem Garten, wollen wir natürlich auch bewirken, dass wir sozusagen ein Ort der Kommunikation sind, dass wir eben sichtbar werden als eine größere Gruppe von Menschen aus verschiedenen Kulturen. Es geht uns darum, dass wir voneinander lernen und dass wir das als eine Bereicherung empfinden. Wir rufen auch gerne dazu auf, dass solche Flächen noch an anderen Orten bewirtschaftet werden, weil es gibt ja viele Brachflächen in Rostock. In Evershagen haben wir versucht, den ersten Garten umzusetzen. Da war es so, dass Bürger uns sozusagen den Garten abgelehnt haben. Es wurde eine Unterschriftenliste verfasst und es gab so Argumente wie, dass es dann laut und schmutzig sein sollte. Und auch dem wollen wir gerne entgegenwirken und zeigen, dass es dem nicht so ist und dass es durchaus bereichernd ist, mit verschiedenen Kulturen zusammen was aufzubauen.